und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es ein neues Haarfärbevideo und ich weiß, normalerweise starten meine Haarfärbevideos im Badezimmer und ja, ich weiß, ich sitze heute etwas schief vor der Kamera. Das liegt aber an diesem kleinen Kuschelmonster und ich möchte sie jetzt ungern irgendwie zur Seite schieben oder mich auf sie draufsetzen. Deswegen sitze ich jetzt einfach mal so ein bisschen schräg da, aber ich denke mal, das ist unrelevant. Dem einen oder anderen fällt es auf, dem anderen wahrscheinlich nicht. Erstens, ich trage eine Mütze, was ich sonst nie tue in einem Video. Und zweitens, die Haare sind nicht mehr ganz so goldig, sondern sind aschiger geworden. Ich habe nämlich meine Haare gestern schon mal so ein bisschen darauf vorbereitet, auf das, was heute passieren soll. Denn ich habe mir überlegt, meine Haare bunt zu färben. Ich wollte erst meine Haare in so einem Regenbogen-Buntverlauf wie Bibi färben, aber irgendwie dachte ich so, na, das kann ich auch immer noch ausprobieren. Und wenn ihr wollt, dass ich auch diese Rainbow-Farben mal ausprobiere, dann könnt ihr gerne mal hier oben abstimmen, ob ihr das gerne auch mal an mir sehen möchtet oder schreibt mir gerne in die Kommentare weitere Vorschläge für andere Haarfarben. Aber heute möchte ich meine Haare färben, wie Dagi B sie mal hatte. Ich hoffe natürlich, dass es trotzdem jetzt funktioniert. Ich habe, wie gesagt, meine Haare vorbereitet und diese Ausschnitte werde ich euch jetzt einfach mal ganz stumm abspielen. Wie ihr wisst, bestelle ich meine Haarfarben, das ist kein Geheimnis, nach wie vor bei Basler. Das mache ich seit Gefühlen, keine Ahnung, seitdem ich in die Ausbildung damals gekommen bin. Also schon ziemlich lange. Ich werde euch den Shop auch gerne wieder unten verlinken und ich werde euch auch einfach gerne nochmal die Produkte, welche ich verwende in diesem Video, ebenfalls in die Infobox reinpacken. Das sind auf jeden Fall wieder die Produkte. Das ist Blondierpulver und dann arbeite ich heute mit 6%, weil ich eben auf die Kopfhaut gehe und ich eben meine Haare auch nicht so ganz so doll malträtieren möchte und werde das Ganze wieder in solch ein Gefäß mit einem Pinsel machen. Auch das Mischungsverhältnis werde ich euch entweder wieder im Video einblenden oder ebenfalls in die Infobox reinschreiben. Paula ist eine Kuh, die macht mich einfach mu. Ich habe jetzt alle Ansätze fertig gefärbt mit der Blondierung und möchte euch jetzt nochmal zeigen, was ich mache, um dass ich den Blondton einfach noch ein bisschen heller und ebenmäßiger bekomme. Er ist ja noch ziemlich goldig an vielen Stellen. Ich kann aber einfach nicht bis hier unten hingehen, um dass mir meine ganzen Haare abbrechen. Und ich möchte einfach auf eine schonende Art und Weise lange Haare behalten, aber trotzdem heller werden. Und da habe ich ein Stück vergessen. Und deswegen, ich habe das hinten jetzt schon gemacht, aber weil man das eh nicht so richtig sieht, dachte ich, zeige ich euch das jetzt einmal vorne, was ich mache. Und zwar nehme ich mir jetzt einfach wieder solche Teile und ihr seht auch, dass ich mir letztes Mal ein paar Flecken reingefärbt habe. Und gehe jetzt einfach vom Ansatz aus mit dem flachen Pinsel drüber und ziehe das einfach so ein bisschen nach unten und lasse es hier auslaufen. Gerade mal zwischendurch zurück. Ich hatte jetzt die Blondierung nur mit Wasser ausgespült und hat mir hier was Neues gemischt. Das werde ich euch jetzt mal hier an der Seite einblenden. Und zwar sind das zwei Blondtöne. Das eine ist mit einem aschigen Anteil und das andere mit einem violetten Anteil. Und das Ganze habe ich in solch eine Tube reingemacht und verteile das gerade nur am Ansatz. Zwischendurch nehme ich mir wie Creme einfach so ein bisschen Produkt auf die Hand, verreibe das und gebe das jetzt natürlich auch in die Längen rein, damit da auch einfach kein Absatz ist. Natürlich werden die Längen nicht so aschig und klar wie der Ansatz, einfach weil vorher ja noch eine andere Farbe drin ist und das Ganze eben goldiger ist und dunkler.
Wie ihr gesehen habt, der letzte Schritt war jetzt einfach die Tönung, die ich aufgetragen habe, auf die Ansätze, die ich komplett eingearbeitet hatte. Und das ist jetzt auf jeden Fall das Ergebnis, was ich euch eigentlich zeigen wollte, aber dann dachte, naja, wenn ich heute sowieso die Haare bunt färbe, dann kann ich das heute alles in einem Aufwasch machen. Und das ist der untere Part und mit dem oberen dürft ihr euch nicht erschrecken. Das ist unrelevant, weil es eben nicht so bleibt und so würde ich auch nicht rausgehen. Aber das Ganze ist oben richtig weißblond geworden mit so einem ganz leichten Fliederton drin, ne? An sich muss ich sagen, wenn alle Haare jetzt so geworden wären, wäre es schöner gewesen, wäre auch machbar. Dann hätte ich aber meine Haare einfach noch viel mehr blondieren müssen, sie mehr strapazieren müssen und ich hätte die Gefahr gehabt, dass mir dieser ganze untere Part von knapp 2 Jahren Wachstumsphase abbricht. Und das wollte ich eben nicht. Aber dadurch, dass meine Haare ja bunt werden sollen, ist es auch total wurscht. Wichtig war nur, dass der gelbe Ansatz, der wirklich saugelb war, nicht nach dem Blondieren so bleibt, sondern dass das Ganze so aschig wie möglich ist. Ich weiß nicht, ich bin glaube auch gar kein Typ, der so aschige Farbe tragen kann. Auf jeden Fall würde ich sagen, starten wir jetzt mit dem zweiten Schritt. Das spielt sich jetzt wieder im Badezimmer ab und ich hoffe, dass das Ganze gut wird. So, jetzt bin ich im Badezimmer und möchte euch einmal kurz vorstellen, welches Produkt ich benutze. Von dieser Marke habe ich schon mal das gleiche Produkt, nur eben mit einer anderen Farbe benutzt gehabt. Zwar war das damals dieses hier in Pink, was nicht pink geworden ist, weil meine Haare eben auch zu goldig und viel zu dunkel waren. Aber dennoch war der Farbverlauf richtig cool. Auch das Video werde ich euch gerne mal hier oben verlinken. Und das ist jetzt das eigentliche Produkt. Ich weiß, da Gibi hat ihre Haare mit Directions gefärbt, mit dem Lila. Ich wollte aber einfach, weil ich mit dem anderen Produkt sehr gute Erfahrungen gemacht habe und es sich wirklich nach 10 bis 12 Haarwäschen komplett rausgewaschen hatte, habe ich gedacht, möchte ich das versuchen und hoffe natürlich, dass es bei dem Lila genauso ist, dass es sich wieder komplett rauswäscht, um dass man eben hinterher mit anderen Farben wieder darauf arbeiten kann. Jetzt sind sie natürlich schon trocken, sie sollen aber handtuchtrocken sein. Das heißt, ich werde sie jetzt einfach so ein bisschen mit Wasser wieder nass machen. So lässt sich diese Cremetönung nämlich auch viel besser in das Haar einarbeiten. Das Ganze war jetzt 45 Minuten drauf und ich hoffe natürlich, dass ich es überall recht gleichmäßig aufgetragen habe und dass die Farbe gleich hoffentlich auch gut aussieht, wenn sie trocken ist. Momentan sieht das Ganze einfach nur ziemlich dunkel aus, aber ich würde sagen, ich melde mich gleich zurück mit dem richtigen Licht und mit der fertigen Haarfarbe. Das ist meine neue Haarfarbe. Sie ist ein bisschen anders wie erwartet, aber ich finde sie trotzdem irgendwie cool. Denn sie hat wieder mal einen schönen Farbverlauf drin. Der Ansatz ist auf jeden Fall knalliger geworden, viel knalliger. Das war aber zu erwarten, weil es unten doch noch recht goldig war. Wobei ich sagen muss, die Spitzen selber sind auch wieder ein bisschen mehr lila als der Part dazwischen. Aber dennoch muss ich sagen, finde ich die Farbe ziemlich cool. Diesen Fliederton mit so ein paar einzelnen goldenen Strähnen sind noch vorhanden. Gerade so, wenn sie gewellt sind, finde ich es wunderschön. Wenn es ganz glatt ist, sieht es auch cool aus. Aber ich finde es irgendwie, wenn ich sie wellig trage, kommt die Farbe mehr zur Geltung.
Und sie fließt einfach viel schöner ineinander, als wenn ich sie ganz glatt trage. Aber das ist das Ergebnis und ich muss sagen, ich finde es cool, auch wenn ich es nicht so mir gewünscht habe am Anfang, sondern ich wollte sie wirklich komplett knallig lila haben. Aber ich glaube, mein Schatz ist ganz froh, dass es nicht ganz so knallig geworden ist. Aber es ist mein Kopf und ich möchte, dass es mir gefällt. Und ja, ich hoffe natürlich, dass euch dieses Farbexperiment wieder gefallen hat. Hinterlasst mir gerne wieder euer Feedback unten in den Kommentaren. Fotos werden natürlich wieder auf Instagram folgen mit der neuen Haarfarbe. Ich werde gleich mal so ein paar Fotos machen, weil momentan ist es noch trocken. Sieht so ein bisschen kalt und vielleicht nach Regen aus. Aber es wird so ein paar Bilder mit der neuen Haarfarbe geben. Und ja, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Hier drüben findet ihr auf jeden Fall wieder zwei Videos eingeblendet. Da könnt ihr gerne mal reingucken. Hier drüben könnt ihr mich kostenlos abonnieren. Und ansonsten würde ich sagen, bleibt gut drauf und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Tschüss!